So, ihr Lieben, los geht's ab nach langer Zeit mal wieder hier zum wunderschönen Belaya. Denn da soll's in den letzten Tagen wieder richtig rund gehen. Und wir suchen uns mal eine Stelle im hohen Norden am Belaya. Und da ziehen wir mal ein paar Brocken raus. Also legen wir los ab in den Norden von der kleinen Belaya-Insel hier, auf der wir hier sind. Und da suchen wir uns einen Spot raus, der hier gerade sensationell, da müssen wir mal eben kurz reingucken, von Marcel hier beangelt wird. Unnormal. Und wenn wir da mal reingucken, der Junge, der kennt quasi ja nur den Belaya mit Level 20. Und was zieht er hier raus? Babam! Babam! Nur Barfo-Trophies und nur Eschen-Trophies. Unnormal. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo das denn so klappt. Und das mit Level 20, da bin ich ja total begeistert, wie das denn so abgeht. Was hat er gerade gesagt? Koordinaten 72, 60. Da sind wir noch quasi hier. Ja. Da haben wir den Stein und dann legen wir los. Wir schnappen uns eine ordentliche Route. Also eine Light, Medium Light, Ultra Light Route mit einem vernünftigen Wurfgewicht. Und dann suchen wir uns die Spiker. Und da sagt er, ja, Alter, am besten läuft hier bei mir für die Esche der 07er Spiker. Und für die Barfo hat er gesagt, der 015er. 15er ist hier da, der dunkle. Testen wir den mal als erstes. Und ich teste es einfach mal frei nach Empfehlung. Bin da sehr gespannt. Bei den Spikern ziehe ich in der Regel immer ein bisschen schneller durch. Und dann gucken wir mal, was da so geht. So ein paar schöne Trophies am Belaya hatte ich schon länger nicht. Ne? Kann man einfach mal machen. Also ich werde einfach mal beide jetzt durchtesten. Ne? Das ist jetzt einfach nur auf Zuruf. Vielleicht stehe ich jetzt hier auch gleich und fange einfach nichts. Kann natürlich sein. Ne? Oder der trollt mich nur, der Lümmel. Aber man sieht das ja auch. Ne? Das ist halt das Schöne. Wenn man so auf die Accounts geht, oder ihr seht vielleicht gerade irgendwas im Chat, da macht einer wieder so einen Wochenrekord. Einfach mal auf den Account gehen, auf Trophäen und dann gucken, mit welchem Köder wurde denn das Viech gefangen. Oder anschreiben. Geht natürlich auch. So, einfach mal ein bisschen hier durchziehen. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen schneller. Wie gesagt, von der 1-0-Geschwindigkeit, zack, von der 1-0-Geschwindigkeit, ne, immer so ein bisschen, also nicht genau nach den Zahlen richten, ne, es sei denn, ihr habt exakt das gleiche Setup, die Zahlen alleine sind ja hier nicht aussagekräftig, ich achte halt immer darauf, dass unten dieser Balken, dass das so schön wiggelt, dann ist der Spinner richtig da in Action, zumindest habe ich da immer ein gutes Gefühl dabei, ob das wirklich so ist. Ich habe da noch nicht irgendwie eine offizielle Bestätigung zu gehört. Aber irgendwie macht das immer einen ganz guten Eindruck, dass man dann mit den Geschwindigkeiten, wo dann der Köder da auch dann in Action ist, dann vielleicht auch ein bisschen was fängt. Und dann ist es natürlich immer ein Unterschied, ob man mit der Strömung oder gegen die Strömung zieht. Da muss man halt mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Und da sieht man oder erkennt man das dann eben auch ganz gut dran, ne? Dass man dann ungefähr so den gleichen... Vielleicht ist es einfach so dieser Wasserwiderstand, der da simuliert wird oder so. Wenn man jetzt mal ein bisschen mit der Strömung zieht, müsste ich es wieder ein bisschen schneller machen. So. Ja, da muss ich gleich nochmal genau vom Setup angucken, wie ich hier eigentlich eingestellt bin. Welche Schnurstärke und welche
Welches Vorfach verwende ich hier gerade? Gucken wir uns gerade nochmal eben an. 6,9 Kilo, ja doch, bin ich ganz zufrieden mit. 6,9, 5, irgendwas kann man auch nehmen. Ich würde vielleicht gar nicht ganz so fett dran gehen, auch wenn man hier mit der Route jetzt zum Beispiel, könnte ich auch mit einem 9 Kilo dran gehen. Aber es ist halt schon ein bisschen übertrieben, ne? Ja, der Spiker jetzt hier gerade macht gerade noch nicht ganz so einen schlanken Fuß. Gehen wir mal auf den 7er. Vielleicht hier im Blau, vielleicht ballert der gerade ein bisschen mehr rein hier an der Stelle. Um die Uhrzeit. Und bei den Wetterverhältnissen. Und da kann man natürlich auch hier immer wieder so ein bisschen rumspielen. Das heißt, zwischendurch mal Shift drücken, zack, und dann steht da schnelles Einkurbeln. Und wenn das weg ist, auch wieder aufhören mit dem Shift. Einfach mal ganz kurz den Turbo reinmachen, um da vielleicht gegebenenfalls einen Fisch noch mal ein bisschen extra zu triggern. Ein Köder, der sonst in den letzten Tagen auch hervorragend lief, war der Aquila, der Rote. Müsste ich gleich nochmal genau gucken, welche Zahl das war. Aquila in Rot war top. Hatte ich auch ordentliche Brocken mit rausgezogen. Na, der macht aber auch schon einen guten Eindruck hier. Nochmal ruhig anschlagen. Noch ein bisschen höher gehen. Der hat auch schon Bock hier. Der Fisch kann sich doch schon fast sehen lassen. So, in Schwimmrichtung. Schön. 1,4er Döbel. Auf Blau, ja. Blau lief auch vor Wochen schon mit dem Döbel. Apropos Döbel. Habt ihr den fetten Döbel gesehen? Kannst du nicht ausdenken, Alter. Jetzt die Tage. 7,1 Kilo Döbel, Wochenrekord. Petri-Algen. Unnormal. Am Windenbach auf Topwater war das, glaube ich. 7,1 Kilo Döbel. Wenn ich mir so einen kleinen Döbel hier angucke, oder auch mal den großen, oder mal so eine Döbel-Trophy, und dann überlege ich mal, 7, noch was, der muss ja bald platzen. Katastrophe, Alter. Was ein Brocken. Am Windenbach. Wild, oder? Schön, ey. Es gibt immer noch Steigerung. So, jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Okay, vielleicht sogar ein bisschen absinken lassen. Siehste, geht auch schon direkt wieder los hier. Ja, wie gesagt, kohlemäßig unnormal gut. Wir hatten jetzt die Tage natürlich mal wieder am letzten Freitag mal wieder ein kleines Wettangeln gemacht. Auch hier am Belaya. Und es lübt. Ja, guck mal hier. Ja, schön. Und es lübt. Und wenn man dann in so einer Stunde Wettangeln auf über 200 Silber kommt, ich glaube, ich war irgendwie bei 300 noch was, dann ist das schon richtig geil, ne? Dann ist das schon geil. Natürlich muss man sagen, vielleicht mit einem, ich sag mal, gerade als blutiger Anfänger, gerade Level 12 mit der Corona-Route hier, mit dem Starter-Setup, schafft man das natürlich nicht, weil man vielleicht noch gar nicht so weit rauskommt, noch nicht die ganzen Köder hat und sowas alles. Aber jetzt, wenn die Köder jetzt hier zum Beispiel gerade, wenn die funktionieren und man kann sich auf ein, zwei Köder spezialisieren sozusagen. Ich nehme jetzt doch nochmal eben den Aquila. Da ist er. 4005. Dann hat man eben auch eine kleine Auswahl an Ködern, mit denen man aber dann eben auch schön was fängt. Zack, geht auch sofort einer rein. Und dann darauf aufbauen, einfach immer mehr Köder erstmal kaufen. Immer mehr Köder, die ersten paar hundert Silber vielleicht erstmal im Köder stecken. Ich meine, wenn man mit einer Route was rauszieht und fängt, dann ist das doch gut. Und solange man da ein bisschen Kohle mitmacht, dann lübt das doch. Und ja,
wenn man dann, sagen wir mal, so 3-4 Köder, verschiedene Köder zusammen hat, die gerade funktionieren, natürlich auch immer an diese Puschelhaken denken, dann ein schönes Set kaufen, eine schöne Kombination. Also nach dem Starter oder nach diesem Gratis, nach der Gratis-Route, die man ja hat, die Corona S60L, danach einfach dann nochmal gucken. Ich kann das auch gerne nochmal unter dem Video verlinken. Da hatte ich schon mal ein Video zu gemacht. Es ist immer noch aktuell, welches Set am Belaya 2020. 2021 ist es immer noch aktuell. Da gab es noch nichts Neues und nichts Besseres. Wichtig immer, da man ja diese ganz kleinen Köder verwendet mit einem ganz zarten Wurfgewicht, muss das Wurfgewicht der Rute eben entsprechend sein. Und von daher müsst ihr eben darauf achten, im Idealfall ab, na ich sag mal Minimum ab 3 Gramm. Das heißt Minimum, also Maximum ab 3 Gramm sozusagen. Ne? 1 oder 2 Gramm Wurfgewicht ist natürlich auch geil, aber das sind dann in der Regel die Light- und die Ultralight-Routen. Und da gibt es dann wieder den Nachteil, muss man sagen, dass man bei diesen Routen oder für diese Routen nur sehr teure Rollen drauf machen kann. Beziehungsweise Rollen, die halt nicht so super leistungsfähig sind, wenn man die billigen nimmt. Und dann macht das eben auch nicht so Spaß. Also, Vorteil, wie gesagt, dann von einer Medium-Light-Route mit einem Wurfgewicht von 3 bis 15, 16, 18 Gramm. Oder halt auch mehr, das ist ja dann wurscht. Aber sagen wir mal eine Medium-Light-Route und eben auch die Route, die ich unten drunter verlinke. 3 Gramm Wurfgewicht und mit diesen 3 Gramm kriegt man die meisten Köder richtig schön rausgeballert. Und auch die Köder, die ich zum Beispiel jetzt hier mit meiner Ultralight schon gar nicht mehr rauswerfen kann, weil die schon zu schwer sind. Auf der Ultralight hier zum Beispiel habe ich ein maximales Gewicht von 5 Gramm. Und zu meinen liebsten Startködern hier, gerade wenn ich selber irgendwie einen frischen Account gemacht habe, jetzt auch zuletzt wieder am Belaya, da hole ich mir in der Regel für den Anfang die Dragonfly Bell, die ganze Serie. Die kosten Apple und ein Ei, vielleicht auch 2 Apple und ein Ei. Dragon, da ist sie. Die ganze Serie vom 1er bis durch hier bis zum 7er. Einmal durchkaufen und dann, ja, gutes Beispiel. Und dann kommt da ein vernünftiger Puschelhaken dran. Und dann lübt das. Nehmen wir mal den hier. Da müsste auch einer drauf sein. Genau. Ja, vielleicht muss der gar nicht so groß sein, ne? Aber mit so einem Dragonfly. Und jetzt seht ihr hier, bei meiner Ultralight bin ich jetzt komplett überladen, weil der einfach schon zu schwer ist hier mit fast 7 Gramm. Gehen wir nochmal auf den 007er. Ja. Aber wie gesagt, mit den Medium-Light-Routen ist das dann immer kein Problem. Nächster Vorteil bei solchen etwas schwereren Ködern, die immer noch hier für den Belaya funktionieren, ihr könnt die richtig schön weit rausballern. Das ist natürlich immer entscheidend, das Weite rauswerfen. Ihr könnt euch so als Marker setzen, da hinten diese Steine hier, diese großen, die gibt es ja einmal hier im Norden und einmal hier unten im Süden. Also an beiden Stellen gibt es so einen Stein. Bis dahin oder ein bisschen weiter ist immer ideal, wenn ihr so weit rauswerfen könnt. Wenn ihr nur knapp die Hälfte bis dahin schafft, ist es wirklich schwierig, den Köder ja lang genug quasi im Wasser zu behalten. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Zack, da geht nochmal einer rein. Jawolski. Passt auch noch. Also im Großen und Ganzen sieht das schon ganz gut aus. Ich würde sagen, ich ziehe noch mal ein bisschen durch. Ich sehe, es ist zumindest sonnig heute. Soll relativ warm werden hier am Belaya. Idealerweise ist es halt nicht so warm. Also ich sag mal irgendwie um die 15, die dann da als Maximaltemperatur angezeigt wird. Dann hat man es halt morgens oder in der Nacht wird es dann richtig kühl unter 10 Grad. Und dann sind so die Morgenstunden sehr effektiv.
Da kann man den Köder vielleicht auch ein bisschen schneller mal durchziehen. Und dann am Abend, wenn es sehr warm wird, vielleicht ein bisschen langsamer werden. Das sind einfach so ein bisschen so Spielereien. Einfach ausprobieren. Hauptsache, ihr zieht was raus. Es gibt ganz viele wilde Regeln. Manche sagen auswerfen und absinken lassen. Manche sagen kurbeln, Pause machen, kurbeln. Also rumspielen. Probiert es aus, womit ihr am besten fangt. Ich ziehe in der Regel einfach durch, beziehungsweise mache zwischendurch mal hier dieses schnelle Einkurbeln mit der Shift-Taste. Je nachdem, wie ich gerade unterwegs bin oder wie ich gerade Bock drauf habe. Und hier natürlich auch wieder ganz wichtig für mich, wenn dann irgendwann die Finger abfaulen, den automatisch Einkurbel-Hack. Das heißt, die Tastenbelegung in den Einstellungen, Primäraktion auf die 0 vom Nummernblock und dann kann man damit einkurbeln. Ich zeige das gleich eben nochmal. Dann haben wir das auch mit in dem Video hier und dann müssen wir nicht das nächste Video verlinken. Schauen wir mal eben kurz rein. Also automatisches Einkurbeln, Steuerung, primäre Aktion ist hier linke Maustaste, also das Einkurbeln. Und das dann nochmal auf den Nummernblock legen. Ich habe mir die rechte Maustaste hier auf das Komma gelegt. Oder hier auf den Punkt. Und dann kann man, wie gesagt, jetzt hier, ich nehme mal die Maus weg. Mit der 0 aufladen und auswerfen. So, dann stellen wir uns mal so ein bisschen hier Route runter. Und dann kann man mit der 0 auch wieder einkurbeln. Und wenn man dann 0 und Shift drückt, dann ist es das schnelle Einkurbeln. 0 loslassen, Shift loslassen und dann geht es von alleine. Wichtig, achtet ganz dringend auf eure Bremse. Ihr habt natürlich, wenn ihr jetzt die Hände frei habt, keine Chance, mal schnell die Bremse wieder runterzustellen mit dem Mausrad. Und wenn das aufhören soll, dass es automatisch einkurbelt, weil es kurbelt die ganze Zeit ein, auch wenn ihr schon eingekurbelt habt, das können wir gleich mal gucken, dann müsst ihr die 0 ein zweites Mal drücken. Denn wenn ihr jetzt hier einfach wieder auswerfen wollt und jetzt mit der Maus euch so ein bisschen positioniert, dann zieht es automatisch wieder hoch und es wirft nicht aus. Dann die 0 drücken, dann ballert er raus und dann einfach wieder einstellen hier, zack, automatisch. Das schont so ein bisschen den Finger, vielleicht auch die Maus. Ich weiß nicht, wie viele Mäuse ich hier schon verangelt habe. Mehr Verschleiß auf den Mäusen als auf den Ruten. Und dann lübt der Lachs auch. So, jetzt ziehe ich hier noch ein paar Brocken raus und dann gucken wir uns das gleich mal an, wie ergiebig denn jetzt hier die Stelle ist. Bis gleich. Alter. Das ist immer das Allergeilste. Da stehst du so entspannt, ziehst halt durch. Und auf einmal bam, geht's unten rein in den Balken. Alter, ist das geil. Und da kommt eine schöne Esche. Alter, wie sie hier, weißt du, unnormal, wie sie in den frühen Morgenstunden, wie sie in den frühen Morgenstunden hier schon wie die Verrückten am Belaya stehen, kannst du dir halt einfach nicht ausdenken, ne? Alter, ey. Der Zahn hier gerade hier, auch eine fette Esche gefangen. Knapp unter Trophy, auf dem Spiker 008 hat er gerade geschrieben. Zack, eben gewechselt. Bäm, sofort ein 7er Esche drauf, schönes Ding. Also, rumprobieren, aber blau scheint tatsächlich gerade ganz gut reinzuballern. Gar nicht verkehrt, der, das ist ja jetzt hier der blaue mit den roten Pünktchen dran. Abgefahren. So, also dann gucken wir auch mal gleichzeitig nochmal nach den, nicht Spinker, Spiker. 16, da ist auch der mit dem Pünktchen. Da geht's halt schon wieder los, ne? Diese ganzen Spielereien. Vorgeschlagene Köder. Rumprobiert. Nicht ganz das Ergebnis. Also selber ein bisschen rumprobieren und selber nochmal in diesem Farbschema vielleicht bleiben, wenn es funktioniert. Und dann aber in diesem Farbschema einfach auch mal andere Köder ausprobieren. Das heißt also genauso, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, okay, blau funktioniert, dann gucken wir doch mal genauso nach zum Beispiel den Hornet in blau und ballern den mal raus. Ist vielleicht ein bisschen ein anderes Blau oder den Aikila in blau.
Aber dann ballern wir die einfach mal raus und gucken, ob vielleicht auf diesen anderen Blautönen oder diese andere Form vielleicht da auch was reinrasselt. Und dann kann das auf einmal was richtig Dickes geben. Von daher einfach immer mal wieder testen. Zack, da kam mal einer angeschossen. Einfach mal immer wieder testen. Die Farben sind, wie gesagt, entscheidend, ne? Und dadurch spart ihr euch dann vielleicht auch ein bisschen die Köder, wenn ihr sagt, oh, jetzt ist der schon wieder angesagt. Ach, jetzt ist der wieder angesagt. Nächste Woche ist wieder ein anderer Köder angesagt. Wenn ihr aber von einer Palette schon mal quasi alle Farben habt, von einer Art, dann einfach in eurer Farbpalette was Ähnliches raussuchen mit den Ködern, die ihr da habt, und dann auch ein bisschen was rausziehen. Sollte doch funktionieren in der Regel. Ganz selten, dass du dann wirklich überhaupt nichts damit fängst. Irgendeinen Köder wird man immer haben, der dann gerade funktioniert. So, weitermachen. Ich brauche noch ein paar dicke Dinger hier. Alter, auf dem letzten Meter hier. Bam. Oh. Einfach immer geil. Ich habe doch noch mal das Vorfach ein bisschen kleiner gemacht. Vorfach ist auch der Hammer, ne? 5,5 Kilo Vorfach jetzt drauf gemacht. Wieder noch mal hier zurück auf dem Aquila in Rot. Und da, man sieht tatsächlich deutliche Unterschiede. Alleine schon bei den, auch da wieder bei den Geschwindigkeiten. Also auch da merkt man, es ist nicht immer automatisch bei der gleichen, also mit verschiedenen Vorfächern unterschiedliche Geschwindigkeiten, um diese Aktion unten dann wieder hinzukriegen. Auch da ruhig ein bisschen rumprobieren und ausprobieren. Mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Vorfach man dann vielleicht am besten klarkommt. Ich hatte gerade noch mal ein bisschen Micro Braid, super dünnes Vorfach ausprobiert. Geht so, also bei mir war es nicht so der Burner. Vielleicht muss ich es doch noch mal, aber das ist schon ein bisschen zu krass. 2,8 Kilo Microbraid, das wäre natürlich wild, ne? Das wäre aber auch ein heftiger Drill. 2,8 Kilo soll ich mal machen? Ey, mal wenn da so ein Kilo Fisch reinballert, bin ich aber schon hier eine halbe Stunde im Drill. Ach komm, ich mach mal. Ich mach das jetzt einfach. So, jetzt bin ich ja gespannt, Alter. Hier, 2,8 Kilo. 60 cm Vorfach, Details 0,04. Aufpassen, Bremse runter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ballert mir da erstmal was rein, Alter. So, jetzt geht's los. Eine Geschwindigkeit ein bisschen höher. Schön das Flackern wieder hinkriegen. Bam! Losgelassen, ausgeschlitzt, instant. Hat sich der Fisch auch gedacht. Alter, was ist das denn? Bevor ich das abreiß, hat sich der Fisch gedacht. Lass mal wieder schnell weg damit. So. Guck mal, will gar keiner dran beißen, ne? Also einer hat sich gedacht, komm, ich teste mal. Gehen wir mal von da dran. So. Microbraid 0,04 mm, 2,8 Kilo, bam. Den haben wir dran. Jetzt müssen wir lenken. Okay. Auch wenn wir jetzt hier natürlich im Limit sind, sozusagen, heißt das noch lange nicht, dass der Fisch irgendwie dick ist. Der könnte so im Kilobereich vielleicht sein und macht dann hier schon so ein Terz. Ach, ist das schön. Da hat man mal wieder so einen schönen geilen Drill hier. Schön mit der Strömung mitziehen. Ja, der ist nicht so dick. Der ist nicht so dick. Machen wir automatisch kurbeln wieder aus. Gerade bei so Drills. So.
Na, können wir da noch einen höher gehen? Ein bisschen stressen. Ja, einer. Schön am Limit hier. Guckt ja an, wie klein der Brocken eigentlich ist. Na, ich glaube, das ist nicht effektiv, oder? Ich meine, der Vorteil wäre, also ich sag mal, schön ist ja, wenn man so ganz wenig Scheuchwirkung hat und vielleicht dadurch dann echt eine Trophy fängt. Naja, 1,3. So schlecht ist es nicht, ne? Bremse mal wieder ein, Runner. Lieber vorsichtig. Soll ja nichts abreißen hier von den teuren Ködern. Aber das ist schon ein bisschen am Limit, ne? Da könnte man dann auch mit der Corona hier angeln, mit dem ganz leichten, feinen Setup. Das ist dann übertrieben. Ha. So, gehen wir hier mal wieder zurück. Ich bin da immer so ein bisschen, also ich möchte hier ungern durchrennen, weil es heißt ja, Scheuchwirkung, wenn man im Wasser steht, ne? Beziehungsweise wenn man da durchlatscht. Von daher will ich so ungern da immer durch das Wasser latschen. Keine Ahnung. Ich meine, Wasser ist Wasser, ne? Warum sollte man dann... Oder man muss da durchrennen und ein bisschen warten und dann... Dann ballert es erst rein. Also von daher, ne? Nicht hier vorne direkt mit den Quanten im Wasser stehen und das Wasser verseuchen. Schön ein bisschen Abstand halten. Okay, das scheint aber jetzt gerade irgendwie tatsächlich... Jetzt guckt ihr das mal an, Alter. Nicht mal so ein super dünnes Microbraid triggert hier richtig. Kannst du gar nicht ausdenken, ja? Können wir mal schneller rein? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vorhin hat schon ein Timon hier hat schon gebissen. Ah, ich werde jetzt mal hier am Abend nochmal den dunklen Köder testen. Einfach ne. Einfach kein Bock hier auf den Köder. Also gehen wir nochmal hier auf den... War das... Nee, 0... War das ein 18er? 18er ist der. 15er war das, ne? Da ist er. So. Bäm. Und zack. Bam. Ist aber auch nicht so richtig groß. Ach je. Ach. Wenn er bei 2,8 Kilo nicht mal in die Bremse geht, Alten. 200, 300 Gramm. 500 vielleicht. Okay, das lohnt nicht, ne? Das lohnt sich nicht. Also, eins ziehen wir nochmal durch. Aber anscheinend, ich sag mal, vom Köder her wieder nicht so verkehrt. Triggert direkt. Und dann müssen wir auch gleich mal gucken. Von der Zeit her sieht das schon, ja, sieht auch schon sehr gut aus. 30 Minuten haben wir auch schon durch. Quasi den ganzen Tag hier verangelt. Und dann gucken wir mal gleich eben rein, was das hier in einer halben Stunde so gebracht hat. Im Café oder im Shop. Also. So. Haben wir den Kaffeeaufträge drin. Zweimal mit 1,7. Da muss ich noch ein bisschen weitermachen. Zweimal mit 1,7 ist natürlich schon eine Wucht für 100 noch was. Und insgesamt sind wir hier bei 112 Silber in 30 Minuten. Das kann sich doch sehen lassen mit ein bisschen Rumtesterei. Finde ich ganz fair, dass die den Timon bei einem Kilo schon maßig gemacht haben. Normalerweise wäre ja ein Fisch, der mit 40 oder über 40 Kilo irgendwie erst, oder um die 50 Kilo, nee, 40, 44, 45 Kilo als Trophy ist, dass der dann mit einem Kilo schon maßig ist, ist eigentlich unwahrscheinlich. Aber finde ich sehr fair, dass dann hier so ein kampfstarker Fisch gerade im Belaya dann auch zumindest einen Haken hat und ein bisschen was an Silber bringt. Ja, schöne Fische, kann sich sehen lassen, rausziehen die Brocken, Petri ihr Lümmels,
ausprobieren, testen, testen, testen. Wenn ihr Fragen habt, immer gern im Discord fragen. Link ist unten drunter vom Discord. Ansonsten montags, mittwochs und freitags, ja, diese Woche wieder in der Frühschicht ab 18 Uhr auf Twitch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Petri.